Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Bus Minutes in Hamburg-Wandsbek. Springen wir einmal zum aktuellen Tagesplan. Jetzt haben wir Wochenende. Und welche Fahrer sind jetzt dran? Da gucken wir nach. Fahrer 5, also die zweite Truppe sozusagen. Gut, Fahrer 5 kommt auf die 8 und nimmt einen der kleineren Busse. Heute sind ja die kleineren Busse im Einsatz. Fahrer 6 kommt auf die 116. Auf die 9 kommt Fahrer 7. Und Fahrer 8 auf die 116. Die Busse sind auch noch im Zustand, ja. Keine Mängel, keine Bewegchen und so weiter und so fort. Dann einmal die Bewertung durchgucken. Hier haben wir irgendwie nur ein Sternchen, warum weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bus-Transportation wegen der hohen Ticketpreise noch nutzen kann. Dies wäre ein großer Verlust für sie und es scheint ihnen nicht zu kümmern. Naja, ich fahre täglich mit der 9 und bin zufrieden mit der Pünktlichkeit. Dankeschön. Seit kurzem fahre ich mit den Bussen von Bus Transportations. Bisher bin ich zufrieden. Alle Busse scheinen zu funktionieren. Ja, tun sie auch, ne? Und das ist, glaube ich, irgendwas, ja, nochmal von gestern. Ja. Alles positive Bewertungen. Dann mal sehen, was unsere Arbeiter wollen. Hi, hier ist Ronny Korra, Reinigungskraft. Ich freue mich, sagen zu können, dass wir hier bei der Arbeit aktuell viel Spaß haben. Ich hoffe, es bleibt weiterhin so positive Atmosphäre. Das sieht man ja gerne, ne? Hi Chef, ich wollte nur mal sagen, dass ich extrem glücklich bin, bei der Arbeit hier bin. Es freut mich, mich sehr, für die Firma zu arbeiten und ich hoffe auf noch viele weitere Jahre. Und Fahrer 15 ist auch zufrieden. Dann wollten wir das Fahrzeug auch ein paar Mal umlackieren, auch in die aktuelle Hochbahnlackierung. Und so, zack, ist das Fahrzeug fertig. Ansonsten, ja, haben wir die ganzen 5 Fahrzeuge, 305. U530G, Entschuldigung. Und kaufen müssen wir dann auch erstmal keine Fahrzeuge. Erforschen können wir erst ab. Oh. Ne, noch nicht. Höre dann das Geld. Erstmal Fuchs. Und glaube nicht, dass wir am Wochenende hohe Einnahmen haben werden. Einmal die Liniennetz vergrößern und dann sollen wir noch einmal 3000 Fahrkarten verkaufen. Mal sehen, ob wir die Aufgabe überhaupt schaffen. So. Linie 8 und 16 sind zum Teil gut besetzt. Und morgen, am Sonntag, können wir einmal überprüfen, ob wir die Fahrpläne bei einigen Linien vielleicht anpassen können. Also nicht für den Sonntag, sondern für den kommenden Montag in der Woche. Und dann auch natürlich auch einmal gucken, ob es sich am Wochenende auch lohnt, den Fahrplan anzupassen. Fahren wir auf der 8 mal ein bisschen mit. Einmal bis zur Endhaltestelle, bis Wandbeckmarkt, fahren wir einmal mit. So. Vielleicht ist das Fahrzeug voll. Aber hier verkehren ja 2 Linien und der nächste Bus ist auch schon in der Nähe. Also nicht, dass sie dann lange warten müssen. Die sind schon Leute ausgestiegen. Die wollen wahrscheinlich zu uns neue Fahrkarten kaufen oder etc. Fast 100 Fahrkarten.
der ist noch leer. Und dann nimmt dann jetzt die restlichen Fahrgäste mit. Und der fährt dann in gut 10 Minuten fährt er weiter. Der hat eine Frage, die er gerne beantwortet haben möchte. Dann gucken wir nochmal nach weiteren Fahrern, weil wir wollen jetzt auch weiter exportieren. Dann gucken wir mal, ob wir da noch viele Fahrer haben. Nee, leider noch nicht. Der ist mir noch nicht teuer, der ist von der Qualität nicht, nicht zusprechend und die anderen natürlich auch mehr oder weniger nicht wirklich zufriedenstellen. Kriegt man erst mit fast 28 Euro zufrieden, dem auch. Ja, das ist mir momentan nicht zufrieden. Das ist finanziell momentan nicht tragbar. Ja, vielleicht wäre es doch vielleicht schon sinnvoll, auf der Linie 16 wenigstens, vielleicht am Wochenende, vielleicht etwas größeren Busse einzusetzen. Also zumindest einen. Der fährt 11 los, dann gucken, wo der sich dann ungefähr befindet. Wahrscheinlich auf der Hälfte der Strecke. Mit 3 Minuten Verspätung wäre wahrscheinlich noch ein Stück weiter vorne. Also wie gesagt, auf der 116 und auf der Linie 8 sind auf jeden Fall schon, wie schon gesagt, die größeren Busse am Wochenende auch schon mal vonnöten, auf jeden Fall am Samstag. Da kommt schon der erste Nachmittagsfahrplan rein. Das ist die Linie 9. Und da schicken wir dann den Fahrer 9 rauf. Der kriegt dann einen kleinen Bus mit, weil da ist ja kein Bohrbedarf sozusagen vorhanden. So, dann auf einmal dasselbe für die Linie 8. Nur da nehmen wir dann die großen Fahrzeuge und das wird dann Fahrer 10. Der nimmt dann einen der größeren Fahrzeuge mit. Dann Fahrer 11 auf 116. Dann hierauf. Aber die Brücken sind auf jeden Fall am Samstag noch gut vor. Der fährt in der guten Stunde los. Der auch was in der guten Stunde. Und der dann steht auf Linie 8. Mal gucken, wann der Fahrzeug von der Linie 8 reinkommt. Und Fahrer 12 kommt auch auf die 16.
Was habe ich da denn jetzt gleich rein? Das habe ich jetzt so angezeigt, dass das dann wahrscheinlich vielleicht eine Betriebsfahrt ist. Aber bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Da wird man jetzt gleich sehen. Ach, der ist schon hier. Rückgespawnt oder was? Gut, der muss einmal gewartet werden. Reifenwaffen müssen repariert werden. Dann holen wir uns meinen Satz. Der ist sauber, der ist in Ordnung. Und dann müssen wir den gleich einmal noch für eine Reparatur einmal noch reinigen lassen von unten. Gut. Dann fahren wir einmal auf der 8X mit, um zu gucken, ob der kleine, ihr große Solo-Bus ausreicht. Auf der Rückfahrt. Das hätte der Kleine nicht alles mit ihm. Damit haben wir jetzt die Aufgabe beendet und müssen dort jetzt irgendwelche Busche tragen. Dann suchen wir mal welche raus, die es ein bisschen nötig haben. Der kann einmal getankt werden. Dann der als nächstes. Müssen wir nur warten, bis die Tankstelle wieder frei ist. Dann schicken wir den noch los und dann müssen die Aufgabe eigentlich auch schon erledigt sein. Ratz hat sich die Aufgabe erledigt. Oder würde da noch einer fehlen? Nö, da fehlt noch einer. Dann kommt der noch dazu. Der hat ja auch noch nötig hat. Wunderbar! Und dann sollen wir jetzt nochmal 3000 packen. 3600 Fahrgäste noch mal befördern. Dann haben wir jetzt wieder Forschungsmöglichkeiten. Einmal die Reparaturdauer um 10% zu reduzieren und sonst war es das erste. Und sind sie auch schon fleißig dabei, es zu erforschen. Die Forscher. Die Forscher zu machen. Dann wird jetzt wahrscheinlich die nächste Tour, dann wahrscheinlich seine letzte sein. Ich gehe jetzt mal das aus. Aber das werden wir dann wahrscheinlich gleich sehen. Nee, da hat er noch unten, hat er noch ein paar vor sich. Gut,
wir nochmal. Jetzt kommt hier einer reingefahren, der war euch auf der 16 unterwegs. 16 oder auf der 9. Mal gucken, ob der 9er noch unterwegs ist. Ja, das war der 9er, der etwa ist jetzt zurück. Der war nicht unterwegs, den wir da jetzt auch nicht sicher. Aber kann ich jetzt wirklich fahren? Sag mal, wo sind denn die Busse hin? Da stehen doch nicht deutlich, eindeutig weg. Ach, da kommt einer. Da ist jetzt noch einer unterwegs. Ach so, nee, ah ja, sind ja zwei reingekommen. Der Lüde war ja auf der Linie 9 unterwegs. Dann morgen einmal getankt werden und dann gehen wir jetzt einmal in den nächsten Tag über und weisen dann jetzt Fahrer 1 seiner Schicht zu. Da gucken wir mal, ob die kleinen Busse ausreichen und wissen dann fürs nächste Wochenende dann auch Bescheid, welche Busse wieder einsetzen müssen. Und Fahrer 4 nimmt Felix. Dann schauen wir uns noch einmal die Kundenbewertung von gestern an. Bin zufrieden, hatte noch nie Probleme mit der Bus Transportation. Die 116 eignet sich perfekt, um zur Arbeit zu pendeln. Es fahren so sehr häufig Busse, so dass man sich nicht so sehr an den Fahrplan anpassen muss. Ich fahre immer morgens mit dem Bus zur Arbeit. Die Fahrer sind so freundlich und freuen mich immer schon drauf, sie morgens zu sehen. Ich liebe es, dass sie immer so gute Laune haben und das macht mich auch glücklich. Ja. Die Bus Transportations Busgesellschaft ist eigentlich ein gut geführtes Unternehmen, aber ihre Busse sind oft überfüllt. Wachstum ist halt Wachstum, ne? Ja, alles zufriedenstellend, dann einmal die Arbeiter doch mal durchlesen. Hi Chef, leider musste ich feststellen, dass mir das aktuelle Gehalt nicht zum Leben erreicht. Ich weiß natürlich, dass es auch Probleme gibt, bla 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 bla. Gut, 356 wenn nicht mehr. Zufriedenheit, ja. Ist jetzt wieder wesentlich zufriedener, ne? Ja. Hi Chef, ist es in Ordnung, dass man ab und zu mal Überstunden macht, aber ich finde es gut, dass es jetzt scheinbar zur Gewohnheit wird. Nicht gut. Nicht gut. Gut, dann haben wir mal gucken, ob wir jetzt wieder gute Fahrer reinbekommen haben. Nein, da ist immer noch nichts drin. Immer noch sozusagen der gleiche Müll wie am Vortag auch. Gut, dann gehen wir jetzt einmal in die Linienplanung über. Einmal die Verstärker wollte ich nicht zuweisen, sondern ich wollte Fahrplan bearbeiten. Gut, morgens am Montag. Eine Viertelstunde eher. 280. Und ein Bus. Dann bräuchten wir auf jeden Fall für die drei Schichten, die wir haben, eigentlich noch jeweils zwei Fahrer. Aber es sind ja momentan keine guten da. Dann nehmen wir den jetzt einmal, nehmen ihn runter auf 14 Euro, mal gucken, ob wir das annehmen. Der hat uns irgendwie gut angenommen, ja, jetzt arbeitet er bei uns. Dann müssen wir jetzt nochmal noch ein paar Spinde mit drauf aufstellen. Dann würde ich sagen, dass ich hier nochmal einen kleinen Flur errichte. Hier kommt dann die Tür rein. Sollte sie eigentlich. Ach, da ist ein scheiß Fenster drin.
das jetzt da hin und die Tür kommt dann hier rein. Und dann können wir hier noch eine Reihe mit Spindenportals machen. Sehr schön. Dann gucken wir noch, ob wir noch weitere Fahrer bekommen. Hier haben wir noch einen guten. Mal gucken, ob wir den auch für... Der kriegt 15 Euro. Gut, und dann müssen wir denen jetzt nochmal ihre Dienstnummer zuweisen. Fahrer 17. Und einmal Fahrer 18. Das dann einmal aufs kleine Merkblättchen einmal auftragen. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Einmal Linie 8, Fahrplan bearbeiten. Brauchen wir dann noch einen zusätzlichen Bus? Nein. Aber die Fahrgastzahlen von bis nimmt ein bisschen ab, wenn wir vielleicht ein bisschen häufiger fahren. Und auch da sind es dann zwei Busse. Und wenn wir regelmäßig eine Dreiviertelstunde fahren, dann setzen wir jetzt eben hier zwei Busse ein. Und dann können auch Fahrer 16 bis 18 den einzelnen Schichten mit zugewiesen werden. Aufarbeitete Einstellungen. Wie ich sehe, gibt es noch gar keinen Wochenendfahrplan für die Linie 8. Dann stellen wir das einmal kurz schnell ein und passen den Fahrplan ein bisschen an. 4.30 Uhr am Wochenende, oder ne, 4.45 Uhr am Wochenende und bis 21.30 Uhr fährt er am Samstag und Sonntag. Wunderbar. Dann schauen wir uns einmal die Linie 9 an, wie sich da sich die Verhältnisse angepasst haben. Eigentlich noch vollkommen ausreichend. Kann da auch eine Viertelstunde eher losfahren und mal eine halbe Stunde verlängern wir die Fahrzeit. Gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Wahrscheinlich dann. Uhr, gut, lassen wir das so. Dann bestätigen wir das Ganze einmal. Weisen wir jetzt einmal hier Fahrer 5, ne, dann nehmen wir jetzt einmal Fahrer 14. Der kommt auf die Linie 9, ja. Haben wir das richtige Fahrzeug zugewiesen. Gucken wir noch einmal nach, wie voll die Busse sich sind, also wie voll die Busse werden. Speziell auf der 8 und auf der 116. Hier ist die 16 ein bisschen voll, aber also der eine Bus. Ja, gut. Auf der 9 kommen auch wieder nur die kleinen Busse auf zum Einsatz am Sonntag. Und auf die restlichen Linien nehmen wir dann die Busse. Fahrer 17 kriegt den mit und Fahrer 13 obwohl habe ich eigentlich einen Fehler gemacht, jetzt sind wir schon morgens schon gestresst. So, dann nehmen wir jetzt nochmal Fahrer 5 und Fahrer 6 kommt dann auf den zweiten 116er, ja, den zweiten 116er und dann müssen wir das morgen noch ein bisschen umarbeiten.
Gut, dann gucken wir noch mal die Fahrpläne an. 216. Und jetzt auf 4.30 Uhr. 4.15 Uhr. 21 Uhr. 21.30 Uhr. 21.45 Uhr. Fährt er jetzt in der Woche. Fahrzeit ein bisschen verlängert. Dafür fährt er am Wochenende dann jetzt um 4.45 Uhr. Und hier bis 21.15 Uhr. So, dann bestehen wir jetzt auch das Ganze nochmal. Und haben die Fahrpläne einmal fürs Wochenende und fürs kommende, für die Woche nochmal schön angepasst. Und hier müssen wir auch nochmal was ändern auf der Liste. Am Sonntag kommen auch der neuen kleine Busse. Und ansonsten kommen da auch nur die großen Fahrzeuge, großen kleinen Fahrzeuge zum Einsatz. Sehr schön, da läuft alles. Gut, dann kommt jetzt Fahrer 16, wenn mich das nicht alles täuscht. Wenn er noch frei ist. Ja. Fahrer 16. Und 13 müssen wir auch noch da sein, ne? Gut, dann nehmen wir Fahrer 13. Wir nehmen den mit. Und dann müssen wir das morgen mal ein bisschen genauer anpassen. Dann fährt morgen Fahrer 14 auf der 116 den einen Verstärker. Wenn da überhaupt welche Verstärker unterwegs sind, dann können wir einmal nach der Karte verarbeiten. Nee, alles gut. Gestern haben wir ein bisschen was eingenommen, ob wir es heute noch schaffen, wird sich zeigen. Aber ich glaube nicht. Ich sollte jetzt hier zurückkommen, aber ist ein guter Zustand. Mal gucken, wie sich die Fahrzeuge ausgelastet sind. Genau. Der muss einmal von dem gereinigt werden, damit wir wissen, was zu tun. Ansonsten gibt es hier oben wieder ein paar Informationen im Service Center, dass das Flugzeug schon geöffnet hat. Beschwert sich über die Ticketpreise. Noch eine Information. Information, Ticketpreise sind so hoch. Und eine Fahrkarte. Und dann mal gucken, ob wir noch weitere gute Fahrer vielleicht bekommen. Weitere, ob da was etwas auf dem Markt ist. Nein, leider nicht. Dorfmarkt brauchen wir zwar auch nicht gucken, aber hier wäre ein schöner Bus. Das wäre dann besser. Der ist ja total Schrott. Wir wissen, hätten wir höchstens einen Kalben kaufen müssen, aber. Können wir leider nicht anfangen, weil wir keine Kastellbühne haben und ja, auch keine freien Stellflächen mehr, ne?
Ja. Aber für die 3000 heute noch zusammenkriegen, glaube ich. Und jetzt sind ja die Fahrzeuge auch gar nicht mehr groß ausgelastet und. Könnte besser sein, aber. Es ist halt Sonntag. Was soll man noch packen? Es ist Sonntag. Der heilige Sonntag. Und? Haben wir heute noch was angenommen? Nee, leider nicht. Also glaube nicht, dass wir jetzt noch einen Schluss machen werden. Betriebsgelände können wir noch nicht vergrößern, da fehlen uns noch die Punkte. Aber den einen nächsten Gelenkbus können wir schon mal erforschen. Na los Jungs, legt euch in die Riemen, zeigt uns, was ihr auf dem Zeichentisch uns präsentieren wollt. Ein Bus ist wieder da. Der Bus dann einmal auf die zur Tankstelle, das war einer auf der Linie 116 und das Fahrzeug von der Linie 9 wieder da. Gut, Fahrzeug ist erforscht worden. Und da haben wir jetzt das Fahrzeug Mercedes-Benz O405G. Sehr schönes Fahrzeug. Ehrlich gesagt, sehr, sehr schönes Fahrzeug. Eins meiner Lieblingsbusse, die es gibt. Noch ein Bus ist da. Der kommt einmal in die Waschstraße. Und dann müssen wir noch einen Bus jetzt noch abwarten. Und da ist das Fahrzeug dann jetzt auch wieder da. Müsste auch noch einmal von außen gereinigt werden. Nur das machen wir, wie gesagt, wie in der nächsten Folge. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn und tschüss.